Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe der Most Actives Mitte der Woche. Mittwoch, da war doch was, genau, Fed-Sitzung, beziehungsweise die läuft ja schon seit gestern, aber heute Abend gibt es dann eben den Zinsentscheid der US-Notenbank. Und die große Frage ist ja, wird es ein großer oder ein sehr großer Zinsschritt? Also man kann sich ja doch 100 Basispunkte vorstellen. Die große und spannende Frage ist dabei auch, hat sich der Markt daran auch schon gewöhnt? Also wäre auch das eingepreist, wie es ja immer so schön heißt. Immerhin, der DAX hat sich jetzt im Vorfeld ein ganzes Stück weit wieder nach oben gerappelt. Wir waren schwach gestartet heute, aber immerhin, mittlerweile sind wir leicht im grünen Bereich unterwegs. Dementsprechend hatte sich eben auch in den USA angekündigt, dass es nicht so schlecht aussieht. Aber steht und fällt natürlich vieles mit der Fed heute Abend. Ist für uns nachbörslich, insofern, da werden wir dann genaueres erst morgen in die Kurse dann auch einarbeiten können. Jetzt schauen wir natürlich erstmal auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker Flatex. Auf der Kaufseite Uniper, die Porsche Holding, die Deutsche Post, BASF und Rheinmetall. Bei BASF, da gab es einiges von Analysten. Gestern war es nämlich für die Aktie runtergegangen. Wir haben im Moment natürlich ziemlich schwankungsanfällige Börsen. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Aber es gab eben auch noch zwei Kommentare. Zum Beispiel die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für BASF von 56 auf 50 Euro verringert, sagt allerdings weiterhin als Votum halten. Immerhin. Dann die Société Générale hat auch das Kursziel verringert, statt 50 jetzt nur noch 45 Euro, aber auch hier unverändert hold als Anlagevotum. Und der Kollege Thorsten Küfner vom Aktionär, der hat geschrieben, es bleibt dabei, die Herausforderungen für Chemiekonzerne wie BASF, die sind eben im aktuellen Marktumfeld nach wie vor ziemlich groß. Dementsprechend kommt der Kurs nur schwer in Fahrt, aktuell drängt sich ein Einstieg weiterhin noch nicht auf. Wer allerdings bei der Dividendenperle schon investiert ist, der sollte den Stop bei 39 Euro beachten. Wir schauen weiter auf Rheinmetall. Das war natürlich auch ein Punkt, der den DAX heute im frühen Handel auch ein Stück weit, also am Vormittag, noch so etwas nervös gemacht hatte. Denn in Russland kommt es jetzt zu einer angekündigten Teilmobilmachung. Also der Reservisten, und das hat sich bei Rüstungskonzernen direkt mal wieder ausgewirkt. Und zum Beispiel Rheinmetall oder Hensoldt, die haben am Mittwochmorgen richtig zulegen können. Grund ist eben diese Teilmobilmachung, die man hier angeordnet hat. Und damit will man eben die Personalprobleme an der Front lösen, so heißt es. Was heißt das jetzt für die Rüstungskonzerne? Marion Schlegel hat sich das Ganze angeschaut aus der Printredaktion vom Aktionär und sie schreibt dazu, die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt, die standen in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck. Auf Ankündigung der Teilmobilmachung reagierten beide Werte aber mit einem deutlichen Plus. Also investierte Anleger, die bleiben weiter dabei, so ihre Einschätzung. Wir schauen weiter auf die Verkäufe an diesem Mittwoch. Und da finden wir Uniper, Rheinmetall, die Deutsche Post, die Porsche Holding und K+S. Ja, Paukenschlag bei Uniper. Das Ganze wird wird komplett verstaatlicht. Also darauf hat man sich jetzt geeinigt. Die Bundesregierung hat die Dringlichkeit der geplanten Verstaatlichung auch nochmal betont. Das Ganze, also man hatte sich Bundesregierung, Uniper und Fortum darauf verständigt und es wird eine Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro geben. Anschließend wird der Bund 98,5% der Anteile an Uniper besitzen. Zurzeit hält Fortum noch knapp 78%. Fortum selbst gehört zu knapp 51% dem finnischen Staat. Und was der Markt davon hält, hat man heute deutlich gemerkt. Die Uniper-Aktie ist nämlich regelrecht gecrashed. Zeitweise ging es fast 40% abwärts. Und der Kollege Andreas Deutsch aus der Printredaktion vom Aktionär schreibt dazu, das Uniper-Drama geht in die nächste Runde. Die Börse reagiert entsetzt. Die Aktie crasht auf ein neues Allzeittief. Der Aktionär warnt seit Wochen vor einem Engagement in der Uniper-Aktie und dabei bleibt es. Das bleibt für diese Ausgabe der Most Actives. Wie gesagt, heute Abend, 20 Uhr unserer Zeit, wissen wir ein bisschen mehr, was die Zinserhöhung der Fed angeht. Das heißt, wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen hier wieder um 15.30 Uhr und schauen uns dann an, was dann die Märkte und die Aktien hier, die meistgehandelten bei Flatex, bewegt. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.